Ja, vom sehr positiv Turnier. Also, ich kann mich erinnern, wir haben hier teilweise Sätze, 5 Punkte gemacht, 6 Punkte gemacht. Sie abgeschlachtet worden. Das haben wir dieses Jahr nicht in einem Match gehabt. Wir waren heute chancenlos, aber wir sind immer noch auf 16 Punkte gekommen. Und insgesamt denke ich, haben wir als Mannschaft grosse Fortschritte gemacht. Ich denke, gestern gegen Argentinien war das beste Spiel gewesen. Dort haben wir auf höherem Niveau spielen. Ich denke, man muss auch immer wieder sehen, oder? Wir haben jetzt einen Pass aus dem Feld gehabt, in der ACB gespielt bis jetzt und spielt hier gegen die Top 10 der Welt. Und das haben wir eigentlich sehr gut gelöst. Gleichzeitig denke ich, hat man auch gesehen, dass wir doch zwei Angreiferinnen haben, die internationales Niveau haben. Also wenn man daran denkt, dass wir sehr wenig mit ihnen spielen können, Passösen ohne internationale Erfahrung haben, schwierige Bälle aus 4 und 2 kommt und was Amaya und Laura an Bälle gekillt haben, muss ich einfach sagen, Chapeau. Ich habe nicht viele Angreifer gesehen an diesem Turnier, wo das auch so konsequent durchgebracht hat. Ich sage immer, der Perfektionismus muss in die Disziplin kommen. Das heisst, wenn eine 1,75 grosse Spielerin muss eine 2-0-1 blocken, dann wird es einfach schwierig. Das heisst, dort verlange ich nicht Übermenschliches, aber ich verlange Disziplin. Wenn wir im Gameplan abmachen, wo wir herstehen und die Spielerin steht nicht dort, dann bin ich hässig. Und das ist einfach. Ich sage immer, der Dreijährige kann herstehen und ich sage herstehen. Also wir müssen lernen, den Unterschied zu machen, dass wir für uns schauen. Wir haben gegen Liechtenstein die Vorbereitung gespielt, wo ich immer das Beispiel gebracht habe und gesagt, ob Liechtenstein dort steht oder China, unserem Gameplan können wir folgen. Und diese Disziplin erwarte ich, dass wir die Qualität in allen Aktionen herbringen. Mit dem müssen wir leben. Das ist die Situation, die wir haben. Aber auch gegen Polen heute, ich sage, es wären vielleicht 5 Punkte pro Satz mehr drin gelegen, wenn wir alle uns wirklich an den Gameplan gehalten haben. Also ich meine, wir haben in der Abnahme viele Probleme gehabt, das kann man nicht wegdiskutieren. Aber genug Situationen, die ich von einem Passus halt erwarte, dass ich den Ball spielt, den wir abgemacht haben. Und ich denke, dort müssen sie auch lernen, es gibt eine Verantwortung. Das eine ist, Judy Hui, ich kann viel Autogramm geben, alles drum und dran super. Und das andere ist Verantwortung, im entscheidenden Moment muss ich es machen. Und wir sind hier in Montre mit der Nationalmannschaft und nicht mehr in einem Viertelliga-Turnier. Und ich denke, das ist entscheidend, da muss man auch gewisse Härte an den Tag legen und die Spielerinnen haben schlussendlich Verantwortung. Schweizer, hin oder her. Also da lege ich mich halt auch ein bisschen auf die Seite, dass ich sage, die Spieler haben eben auch dort eine Verantwortung. Wenn ich im Club, in der Nation nicht zum Zug komme oder ins Spiel und komme nicht viel Bau über, dann liegt es auch an mir als Athletin, zum sagen nach dem Training so, passt es, komm, jetzt machen wir jeden Abend 30 Bälle, bis wir die Abstimmung haben, bis ich wichtig bin. Und dort lehnen wir uns häufig noch ein bisschen zurücklehnen und sagen, ja, es ist auch die Ausländerin so. Aber im Leichtathletik, 100 Meter sehe ich die Tour. Geben wir jedes Mal das Feedback. Nein, ich bin noch nicht ganz auf dem Level von Bolt. Oder? Und im Volleyball kann man sich ein bisschen verstecken. Und das müssen unsere Spielerinnen lernen, ob sie Schweizer oder Ausländer, am Schluss sind die 6 oder 7 auf dem Feld. Und eigentlich spielt es keine Rolle, ob die Ausländer oder Schweizer sind Volleyballspieler auf dem Feld. Und diese Mentalität müssen wir auch merken. Und wir haben 2, 3, die Verantwortung im Club übernommen haben. 2, 3, die vielleicht kurz davor sind. Aber die Verantwortung findet nicht nur auf dem Spielfeld statt, sondern eben am Training. Täglich zu sagen, okay, das hat noch nicht gelangt, wir haben hier gesehen, okay, die Annahme lenkt noch nicht, muss ich jeden Tag dran. Und der erwarte, dass eine Spielerin das auch im Training macht und nicht wartet, bis der Trainer kommt, sondern sagt, ich will besser werden, weil ich will auf dieser Position Verantwortung übernehmen. Und das kommt nicht von allein und das müssen die Spielerinnen auch selber machen. Du erwartest ja auch eine Eigenverantwortung. Also eben das eine ist sicher, dass man ein bisschen schauen muss, was kommt, 3, 4, 25, also ein bisschen einen Plan machen. Wie kann man das Studium zum Beispiel anpassen, dass man länger studieren kann und den Sport machen kann. Das andere ist das Potenzial. Wir haben viele Spielerinnen, die National spielen, die nicht National Niveau haben und einfach National gerutscht sind. Die verlieren wir sowieso mit 20, 22, die werden auf Studium oder Beruf setzen. Was wir machen müssen, sind die, die Profi werden auf allen Belangen unterstützen. Das heisst, im Training, für den Schulweg, für den Ausbildungsweg, weil die Ausbildung machen die anderen Länder auch. Da muss man sich nichts vorhaben. Also wir sind in der Schweiz nicht allein, dass junge Spielerinnen Ausbildung und Sport müssen kombinieren müssen. Aber wir müssen schauen, dass sie dabei bleiben, dass der Weg optimiert wird. Und wir haben jetzt doch eine, zwei, die sagen, die Profi machen, auch ins Ausland gehen und so weiter. Und wichtig ist, dass die es schaffen, dass die sich durchsetzen und die dabei bleiben. Dann haben wir so ein bisschen Magnet, dann haben wir so ein bisschen die Idolwirkung. Und das spüre ich schon, dass viele jüngere Spieler sagen, ich will auf Volleyball setzen. Und dann müssen wir den Weg bereiten und das andere ist eben auch ihnen zeigen, was kommt auf sie zu, und sie unterstützen. Ja, das ist wichtig, die müssen Unterstützung haben für die Zukunft in allen Belangen. Also ich denke, man muss einen Unterschied machen zwischen dem Spiel, das wir hier in Montreux machen und zwischen dem Spiel, das zum Beispiel EM-Quali sind. Oder EM-Quali, wir wissen grundsätzlich, wenn wir uns mit Mannschaften wie Frankreich, vielleicht mal Slowenien, Österreich, all diesen Ländern, wenn wir uns messen oder die skandinavischen Länder. Die müssen wir können schlagen, wenn wir irgendwann schon EM gehen wollen. Das heisst, das ist unser Resultatspiel. Hier in Montreux, das ist unser Lehrspiel. Und da müssen wir uns quasi auf ein Niveau einschießen, wo wir sagen, dass das werden wir in den nächsten 10 Jahren nicht erreichen können. Aber je näher wir dran kommen, desto einfacher fallen uns das Spiel gegen die Gegner, die wir gewinnen müssen. Und ich denke, das ist das, was wir hier mitnehmen müssen. Wir sind konstanter geworden. Die Distanz zu den Top 10 wird in den nächsten Jahren nicht ändern. Das sind Mannschaften, die 40, 50 Spiele im Sommer machen. Und wir kommen auch mit einem guten Programm, das wir jetzt haben, halt vielleicht auf 10, 20 Spiele. Aber wir sind schon dort einen sehr grossen Schritt weiter.
Also ich denke, die Konkurrenz sind für uns die mittlere Mannschaft in Europa. Und von den Top-Mannschaften können wir nur profitieren. Und ich denke, das ist das, was die Spieler müssen sehen müssen. Hey, ich sehe, wie Chinesen spielen, ich sehe, wie Südamerikaner spielen, ich sehe, wie die Europäer spielen. Und ich probiere, von jedem das mitzunehmen, was ich für meine Karriere und für meinen Weg mitnehmen kann. Es ist ein bisschen schwierig, die asiatische Mentalität zu vergleichen. Da reden wir von anderen Trainingsdisziplinen, von anderen Strukturen, von anderen Gesellschaft. Also die Geschwindigkeit, die Thailand herbringt, erfordert so ein höchstes Technikslevel, wo wir wahrscheinlich im nächsten Jahr auch nicht herbringen werden. Wir müssen uns also auf andere Sachen konzentrieren. Also ein Fokus, den wir jetzt gesagt haben, ist, wir wollen die Defense verbessern im Schweizer Volleyball. Das heisst, bei den Juniorinnen sind wir dran, wir sind auch hier oben dran. Beispielsweise gegen China haben wir so viel Ballverteidigung wie noch nie, glaube ich. Also das habe ich wirklich gestaunt. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir die Defense nennen können, Punkte verwerten. Das ist der nächste Schritt. Aber das heisst, wir müssen die Defense besser werden, das muss unser Aushängeschild werden. Das Modell, das wir uns daran orientieren können, ist für mich eher so ein bisschen Belgien. Dort umeinander. Also, Holland ist gleich gross, wir haben aber doppelt so viele Einwohner und ein bisschen grössere Leute im Schnitt. Und ein bisschen andere Sportkultur, aber so Länder, die vergleichbar sind, für mich ist so ein Belgiens Modell, wo man sagen kann, das ist eine Generation, die zusammengewachsen ist. Dort können wir weitergehen. Ich denke, wir müssen uns mit mitteleuropäischen Ländern vergleichen, die etwa gleiche Grösse haben. Rein von der Bevölkerungsstruktur her. Und ich denke, das Modell, an dem kann man sich orientieren.